Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk. Warum stehen wir hier? Ach, ich muss in die Base rein. Ich stehe gar nicht hier, weil ich die Aussicht toll fand, sondern weil ich hier rein muss. Und ich keinen anderen Weg nicht gefunden habe. Als wie diesen hier. Oh, da liegt was. Warum habe ich das denn nicht genommen? Hallo. Aha. Ich glaube, da oben ist jemand. Ich habe gerade kurzzeitig vergessen zu sprechen. Oh, oh. Ah. Da ist eine Kamera. Nee, das ist eine Selbstschussanlage. Ich kann die tatsächlich ausschalten. Was ist denn deine Kamera? Ausschalten. Oh nein, haben die mich jetzt entdeckt? Das ist schlecht. Wow! Scheiße, die haben mich wirklich entdeckt. Fuck, die kommen ja von unten. Ich wollte mich unten verstecken. Ah, oh, damit. Das ist die Schnellschussanlage? Diese blöde Scheißkamera. Die hat mir ein bisschen mein leises Vorgehen zunichte gemacht. Hä? Warum ist da ein roter Punkt? Da ist doch niemand. Hoppala. Da ist ein roter Punkt und ich weiß nicht warum. Ist da eine Kamera oder so? Oh scheiße, ja, ich muss nachladen. Ja, danke für deinen Freiraum, den du mir gegeben hast. Huch, ich glaube, ich habe einen kleinen Bug. Aua, 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 aua. Da. Redet ihr Französisch mit mir? Kann das sein? Ja, ich sehe die Gegner nicht. Die sind bei mir unsichtbar. Was ist das denn? Schalte mal die Kamera aus. Sorry, dass da im Hintergrund ständig was blinkt. Will ich nicht. Aber ich sehe euch halt auch nicht. Ich hab sie von den Füßen gezogen. Oh, Mutu Kaka. Tut mir leid. Wird auch ungern beschossen werden wollen, wenn ich Kaka müsste. Werde ich auf, da dazwischen zu stellen. Ich will den da hinten killen. Treffe. Oh, wow! Ich hab den getroffen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Habe ich den auch getroffen? Ich weiß es nicht. Oh moin. Du kannst nicht schießen. Ich
kann schon nicht schießen, aber oh, da ist ja noch einer. Aber du kannst es ja noch weniger. Ich habe immer noch diesen einen Gegner da hinten, der einfach nicht... Hoppala. Nicht auftaucht. Hallo Kamera. Schalt dich aus, bitte. Das sind ja noch mal welche. Wann sind da noch mal welche? Ich dachte, ich hätte alle. Warum ist da noch... Ach so, dich habe ich vergessen. Entschuldigung. Ich wollte natürlich alle gleichmäßig looten. Ich lasse da niemanden aus. Danke, danke. Für die Munition. Vielen Dank. Das da drüben nehme ich auch gerne, weil ich glaube, das ist eine... Nee, das ist eine Item-Komponente. Okay, ich gehe mal nochmal hoch, weil da habe ich noch ein paar Leichen liegen lassen, die ich noch nicht gelootet habe. Eine Drohne anscheinend. Okay, da drüben ist jetzt auch einfach keiner mehr. Okay. Ach, da ist doch irgendwo einer. Hä? Da redet doch die ganze Zeit einer. Oder schreit zumindest. Jetzt schreit die wieder da. Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, ich nehme es einfach mit. Und ignoriere sie einfach. Ah, danke. Das schaut aus wie eine Waffe. Eine Fleetshot. Nie von gehört. Aber ist bestimmt eine coole Waffe. War ich hier schon mal drin? Ach, hier geht's runter. Wahrscheinlich höre ich von da die Schreie. Das sieht hier so offen aus. Als wäre hier irgendwas. Ich habe eine Zugangskarte. Für was brauche ich die Zugangskarte? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Okay. Da kann ich nicht durch. Da kann ich nicht hoch. Habe ich eigentlich sowas wie eine Taschenlampe? Nee, ne? Na, guck mal, da ist noch einer tot. Die habe ich schon wieder voll vergessen. Da kann ich Leute wegschmeißen. Naja, machen wir das mal noch zu. Ich gehe mal erst noch hier rein. Sprich mit dem Zulieferer. Ist derjenige, der was hier die ganze Zeit hoppala, der was hier die ganze Zeit schreit? Ah, moin! Sieh an. Wer bist du? Entschuldigung. Warte, warte! Nicht schießen! Ich bin nur geschäftlich hier. Aha. Geschäfte mit den Voodoo Boys? Naja, nun, das war einmal. Nach deiner Hilfe wollen die sicher einen neuen Zulieferer. Können Voodoos für ihr Chrom nicht einfach zum Ripper? Die installieren die Cyberware nicht, sondern experimentieren damit irgendwie rum. Forschen über Implantate? Worum geht's dabei? Keine Ahnung, mir auch egal. Hab genug Probleme. Milko Alexis, ein Voodoo-Boy. Klingelt da was? Ja, aber mehr als den Namen kenne ich nicht. Der Typ lebt praktisch im Netz. Und alle anderen schleichen nur um ihn herum. Muss wichtig sein. Wo finde ich ihn? Frag mich nicht. Ich habe schon genug Probleme. Ja, dann geh runter. Das bekomme ich als Dank? Ich kann mit meinen Kunden umgehen. Hatte alles unter Kontrolle. Bis du dich unbedingt einmischen musstest. Ich schulde dir gar nichts. Ich hau ab. Schlecht fürs Geschäft, mit einem Kunden in dem Zustand gesehen zu werden. Du bist schlecht fürs Geschäft. Ja, Arschloch. Ich wollte kein Geld für den ausgeben. Der ist ein Depp.
Ist hier noch irgendwo was? Was sehe ich? Ach, da ist eine Tür. Entschuldigung, ich habe die ein bisschen stark aufgemacht. Seitdem ich Muskeltraining mache, ist nichts mehr vor mir sicher. Ich habe mich überladen. So, kann ich hier irgendwas... Warte mal, ich kann mal gucken. Ob... Nee. Habe ich eine Handfeuerwaffe, die besser ist als das da? Die macht sogar mehr Schaden. Und die Nachladegeschwindigkeit. Ich nehme tatsächlich die. Habe ich sonst noch eine Handfeuerwaffe, die besser ist? Nee. Sehr gut, dann habe ich hier neue... Oh, Schalldämpfer. Schalldämpfer ist wichtig. Tatsächlich. Habe ich ein Scharfschützengewehr, das besser ist als das, was ich aktuell habe? Wahrscheinlich nicht. Oh, der Schaden ist aber nicht so viel. Doch, der Schaden geht auf 90 runter. Von 612. Nee, geht er nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich... Nicht doch lieber ein Scharfschützengewehr. Ich mag mein Scharfschützengewehr. Da habe ich noch eins. Ja, nee. Das nehmen wir nicht. Ich bleib bei dem. Das wiegt 17 Kilo fast. Holy shit. Hier, habe ich da bei meinen Waffen was? Nee, da ist alles schlechter als meine Machete. Okay, dann kann ich hier... Inventar in meinen Rucksack und nämlich die Sachen hier auch zerlegen. Dann kann ich nämlich meine Sachen auch wieder ausrüsten. Weil verkaufen muss ich die wirklich nicht mehr. Und wenn, dann finde ich schnell genug neue Sachen. So. Das kann ich auch alles wegmachen. Okay. Dann gehen wir nochmal rein, weil ich habe da gerade was gesehen. Chunk-Items zerlegen. Ja. Geil. Okay. Wie kann ich die denn... Itemherstellung. So, wie schaut es denn mit meiner Handfeuerwaffe aus? Ist das die, die ich ausgerüstet habe? Oder ist die das? Welche habe ich denn ausgerüstet? Hoppala, Quatsch. Welche habe ich denn ausgerüstet? Die 677. Kategorie 4 plus. Unity. Okay. Die Unity habe ich ausgerüstet. Die da dann wahrscheinlich. Oder die? Die schauen alle nicht danach aus. Oder kann ich die einfach nicht upgraden? Das wäre es natürlich jetzt. Ach, guck mal. Geht nur das Angriffstempo hoch. Aber der Schaden halt richtig runter. Nee, ich kann die tatsächlich nicht upgraden. Ja, wahrscheinlich, weil die schon Kategorie 4 plus ist. Wer geht nicht? Also richtig dumm. Ich nehme mal die lila, ne? So, die da, ne? War das? Die lila, ne? Brauche ich wieder die hier. Okay, Herstellung von dem hier. Kann ich sogar herstellen. 3 Stück. Bringt mir absolut nichts. Kann ich das nicht auch herstellen irgendwie? Hoppala. Geht das nicht?
Doch, das da. Kann ich herstellen. Oh, mal. So. Herstellen. Das war jetzt nicht so viel. Ich glaube, von denen kriegen wir richtig schnell richtig viel. Eins kann ich herstellen, Alter. Hoppala. Ich gehe immer raus, es tut mir leid. Alter. Von denen braucht man so viel, ey. Würde ich einfach noch mal mehr Schaden machen. Holy moly. Meine Waffen werden langsam echt gut. So, wo muss ich denn hin? Bin ich hier überhaupt richtig? Item-Komponente. Da hat sich wohl jemand versteckt. Ne, von hier komme ich doch. Bin gerade im Kreis gelaufen. Ja, geil. Jetzt bin ich wieder hier unten. Sakina. Das ist die, was Gerset geschrien hat. Meine Güte. Ich bin gerade... Boah, Alter, ich habe gerade innerlich geschrien. Oh, also guck mal, ich habe mich nicht verhört. Da war ich anscheinend noch nicht. Oder ich habe schlecht aufgesammelt. Das kann natürlich auch immer mal wieder sein. Jetzt bin ich wieder draußen. Entschuldigung. Scheiß Kameras. Da. Ausschalten. Scheißding. Okay, nee, dann muss ich wieder hoch. Sag mal, der kann doch nicht so weit weg sein. Ich denke immer, dass mich irgendjemand gerade hacken will, wenn das angezeigt wird. Aber dabei funktioniert einfach nur irgendwas wieder. Hier war ich anscheinend auch noch nicht. Doch. War ich. Entschuldigung. Selber so viele Geräusche zu machen, ist nicht gerade hilfreich dabei, wenn ich jemanden suche. Aber wo ist der denn? War ich da schon? Nee, stimmt, da bin ich nicht rein. Roboter. Okay. Ansonsten hier nix, nein? Verteidigungssystem wird aktiviert. 40%. Ist das nicht dieser Alexeus? Achso, warte mal. Ich geh doch lieber mit der hier, oder? Bevor ich mit irgendwas anderem... Verteidigungssystem wird aktiviert. 100%. Oh. Der brennt doch gerade, hä? Ach so, lol. Ja. Ja, Moment. Oh, ich hab daneben geschossen. Na, dammit. Wo ist der andere denn jetzt? Das wäre auch einfach zu einfach gewesen, ne? Warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, wo der andere Typ ist. Der, gegen den ich eigentlich... Da ist er! Okay, 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 okay. Ich habe ihn gefunden. Was? Systemausfall. Scanne die Umgebung. Die Präsenz eines Lebewesens wurde entdeckt. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Notausgang geöffnet. Hä? Was? Wie Notausgang geöffnet?
Welches Eva? Du tötest mich jetzt aber nicht, oder? Beziehungsweise das Evakuierungsprotokoll tötet mich jetzt nicht, oder? Ohne Scheiß, diese... das Scharfschützengewehr ist irgendwie... Boten. Holy shit. So leicht war noch kein Bosskampf. Weil das war ein Bosskampf. Eindeutig war das ein Bosskampf. So, gib mir mal die Sachen hier bitte auch noch. Aber wo ist denn jetzt dieser Typ? Hä? Hat der noch was Blaues? Da unten ist anscheinend noch einer. Moment, ich hab da noch... Ah ja. Den habe ich anscheinend gekillt, weil ich diesen... Ja, ich habe die alle gekillt, weil ich den Boss so schnell erledigt hatte. Sonst hier noch irgendwas? Da oben war, glaube ich, noch was. Kannst du da... Ja. Da habe ich nämlich noch... Noch ein paar Sachen zum Looten. Vor allem, Munition. Und hier auch noch mal... Okay. Man merkt, dieser Kampf ist viel zu schnell gegangen, weil ich glaube, normalerweise solltest du auch die Munition da noch aufheben. Aber haben wir alles nicht gebraucht. Ich nehme mal stark an, dass der da unten ist, oder? Wenn er schon so ein krasses Verteidigungssystem oben hat. Irgendwas will er ja verstecken, ansonsten hätte man sowas nicht. Oder wie seht ihr das? Hey, hey, Vorsicht! Bin mit dem Runner verbunden, siehst du das nicht? Nicht, dass er einen Querschläger abkriegt, hä? Und den mache ich eh gleich kalt. Netrunner, Erpresser, Mörder. Den mache ich kalt. Klar hat der Dreck am Stecken, aber Mirko ist ein Niemand. Ein kleiner Fisch im Meer. Ich bin Agent Alain Noël, Netwatch. Spezialist für organisiertes Verbrechen. Wir können uns sicherlich einigen. Klar, ich bin Lizzie Busy. Kann ich mir dich vorstellen. Okay, Agent Alain Noël, Netwatch, Spezialist für organisiertes Verbrechen. Aus dem Weg. Lass mich die Verbindung von Mirko trennen. Na gut. Aber eine falsche Bewegung und ich leg dich um. Ja, ich habe einen Finger gerade nicht. Schon besser. Und jetzt hör mir zu. Du kannst Mirko nicht töten. Noch nicht. Warum? Du willst mich aufhalten? Ich gebe mich schon seit Monaten mit diesem Abschaum ihr ab, um das ganze Netz aus Erpressern und Moddern wie Mirko zu zerstören. Aber dafür muss ich herausfinden, wer die Fäden in der Hand hält. Mirko ist deine Quelle. Arbeitet dieser Mirko für dich? Als Quelle? Ich häng mich dran, wenn er im Netz ist. Ich will herausfinden, wo er seine Befehle kommen. Komm, gib mir eine Chance. Ist dir nicht klar, wie viele Leute du so retten könntest? Berichten zufolge gibt es an der ganzen Küste Opfer. Mirko ist nur einer der Runner für die Voodoo Boys. Sobald ich rausfinde, wer hinter dieser Operation steckt, kann ich sie endgültig beenden. Mhm. Ich brauche Mirko. Sein Tod allein ändert rein gar nichts. Verstehst du? Du scheinst dir ziemlich sicher, deine Kundin um. Für dich sind diese Opferstatistiken. Keine Namen, keine Gesichter. Meine Kundin hat einen Namen. Indira Barazza. Und sie stirbt, wenn ich jetzt aufgebe. Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du rettest Indira nicht, wenn du Mirko tötest. Der wird nur ersetzt. Dem sind die ganzen armen Säcke, die von den Voodoo-Boys gehackt werden, doch scheißegal. Diese Konzernfotzen sind alle gleich. Wollen bloß den nächsten Bonus und eine Beförderung. Kill ich den jetzt oder nicht? Das tust du nicht.
Oder? Na gut, dann zieh dein Ding durch. Aber wenn du das verkackst, bist du als nächstes dran. Du wirst es nicht bereuen. Ich gebe dir mein Wort. Was kann ich denn noch mit dem... Nee. Keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war. Ob das jetzt so gut war. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung mehr, wie wir die Quest angefangen haben. Ach, das ist so ein Auftrag für Mr. Hands gewesen. Okay, oh, hoppala. Ja, Mr. Hands. Du errätst nicht, wer gerade angerufen hat. Oder vielleicht doch. Meine Leute bei Netwatch versichern mir, sie setzen Indira Barazza umgehend auf ihre Zeugenschutzliste. Ihr Körper und Verstand werden rund um die Uhr von Netrunnern bewacht. Kein lebender Hacker kommt jetzt noch an sie ran. Du hast für die Sicherheit deiner Kundin gesorgt und den Ruf deines Fixers beim Konzern verbessert. Ich bin dir dankbar und um einiges reicher. Dein Geld kommt gleich. Auftrag erledigt. Ja, guck, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann brauchen wir jetzt noch einen Auftrag, ne? Dann haben wir die drei. Warten auf Dodger. Prototyp im Hochhaus. Nee, ich hab da... Ach, doch. Ach, mindestens. Okay, dann warten auf Dodger. Das, naja. Krieg ich hier mein Auto? Ja, ne? Welchen hatten wir denn? Der war so cool. Den da. Den Outlaw. Der fährt so gut. Ist auch gar nicht ein bisschen... Ist auch gar nicht exotisch hier. Warum denn? Ach nee, da. Alter, die Straßen in Dogtown sind echt... Die sollten daran wirklich arbeiten. Dieser Hansen, der hat doch Geld. Warum macht er da nicht mal was? Vor allem auch, damit man die besser sieht. Oh. Ach ja, ich muss durch die erste Barriere raus. Darf ich da raus? Ja, darf ich. Darf ich hier raus, ohne dass ihr mich tötet dann auf einmal? Ich dachte jetzt schon wieder. Alter. Okay, die ist vor der Tür von Doktor, okay. Bleibt hinten hier. Blablabla. Ja, Moment, ich würde das noch gerne mitnehmen. Ich steige ein. Wenn du versteckt bleiben willst, solltest du vielleicht Licht ausmachen.